Ein Lehrstück über die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Für Anfänger. Wir leben in Deutschland mit einer repräsentativen Demokratie. Das Volk wählt also seine Vertreter. Wahlen gibt es alle 4 Jahre. Diese müssen frei, geheim und gleich sein. Die gewählten Repräsentanten besetzen dann Ämter in den Verfassungsorganen. Das wichtigste Organ ist der Bundestag. Dort beraten die Abgeordneten über Entscheidungen. Der Chef von ihnen ist der Bundeskanzler. Er muss von den Abgeordneten gewählt werden. Gemeinsam mit seinen Ministern bildet er dann die Bundesregierung und leitet die Staatsgeschäfte. Es gibt aber auch noch den Bundesrat. Er vertritt die Meinung der 16 Bundesländer. Zwischen Bundesrat und Bundestag gibt es viel Streit, denn damit ein Gesetz verabschiedet werden kann, müssen sie sich einig sein. Alle 5 Jahre bilden sie aber die Bundesversammlung und wählen den Bundespräsidenten, das höchste Amt in Deutschland. Ein Lehrstück über die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Für Anfänger. Wir leben in Deutschland mit einer repräsentativen Demokratie. Das Volk wählt also seine Vertreter. Wahlen gibt es alle 4 Jahre. Diese müssen frei, geheim und gleich sein. Die gewählten Repräsentanten besetzen dann Ämter in den Verfassungsorganen. Das wichtigste Organ ist der Bundestag. Dort beraten die Abgeordneten über Entscheidungen. Der Chef von ihnen ist der Bundeskanzler. Er muss von den Abgeordneten gewählt werden. Gemeinsam mit seinen Ministern bildet er dann die Bundesregierung und leitet die Staatsgeschäfte. Es gibt aber auch noch den Bundesrat. Er vertritt die Meinung der 16 Bundesländer. Zwischen Bundesrat und Bundestag gibt es viel Streit, denn damit ein Gesetz verabschiedet werden kann, müssen sie sich einig sein. Alle 5 Jahre bilden sie aber die Bundesversammlung und wählen den Bundespräsidenten, das höchste Amt in Deutschland. Ein Lehrstück über die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Für Anfänger. Wir leben in Deutschland mit einer repräsentativen Demokratie. Das Volk wählt also seine Vertreter. Wahlen gibt es alle 4 Jahre. Diese müssen frei, geheim und gleich sein. Die gewählten Repräsentanten besetzen dann Ämter in den Verfassungsorganen. Das wichtigste Organ ist der Bundestag. Dort beraten die Abgeordneten über Entscheidungen. Der Chef von ihnen ist der Bundeskanzler. Er muss von den Abgeordneten gewählt werden. Gemeinsam mit seinen Ministern bildet er dann die Bundesregierung und leitet die Staatsgeschäfte. Es gibt aber auch noch den Bundesrat. Er vertritt die Meinung der 16 Bundesländer. Zwischen Bundesrat und Bundestag gibt es viel Streit. Denn damit ein Gesetz verabschiedet werden kann, müssen sie sich einig sein. Alle 5 Jahre bilden sie aber die Bundesversammlung und wählen den Bundespräsidenten, das höchste Amt in Deutschland.